Hallöchen, ihr Lieben. Wie man sieht, ich bin angezogen. Ich habe einen Schal an. Die Testergebnisse waren heute da und sind negativ. Wir haben kein Corona. Das heißt, wir gehen jetzt endlich raus. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich darauf gefreut habe. Die Pickel. Bin ich im Fernsehen? Hallo, die Pickel. süße Mama, Papa, alle. Du doof. Die Pickel sind immer noch da, aber da habe ich eine Salbe gegen, gucken, ob sie hilft. Wir gehen jetzt raus. Mir ist gesagt worden, ich soll bitte noch zu Hause bleiben, mich auskurieren. Also ich darf raus auf die Straße. Aber weil ich direkt gefragt habe, ob ich wieder arbeiten gehen darf. Und da sagt sie, bitte auskurieren. Ich muss Donnerstag oder Freitag immer beim Arzt anrufen, wie ich mich fühle. Wenn ich mich gut fühle, gehe ich auch Samstag wieder arbeiten. Ja. Jetzt geht's erstmal raus. Wir haben Lehrgut. Ja, echt? Voll Wir haben viel. gesammelt. Ich bin draußen. Und an jedem, den ich vorbeigehe. Und ich huste, der guckt blöd, ne? So, ich hatte eben das Video unterbrochen, weil ganz viele Leute vorbeikommen. Wir bringen gerade Lärm weg. Die Leute gucken auf jeden Fall einen komisch an, weil ich bin ja nun sichtlich und körperkrank. Was sagen Sie zu der Situation? Macht es Spaß, das Lehrgut wegzubringen? Ja, Wir sind wieder auf Weg nach Hause. Bin ich ein bisschen froh drüber. Die Leute gucken mich nämlich an, als ob ich die Krätze hätte. Im Medik habe ich gehustet und das hat einer gesehen, der ist einen halben Meter auf Seite gesprungen. Das ist Wahnsinn, die Leute. War schön draußen, aber ich bin jetzt froh, wenn ich wieder zu Hause bin. So, hier ist jetzt unser Einkauf. Weil ich mich irgendwie doch nicht so wohlfühle, also wir haben noch mehr, gibt es heute Fertigessen. Und zwar haben wir das beim Edeka an der Fleischtheke geholt. Oh, Entschuldigung. Irgendwie war es auch noch ein bisschen zu viel für mich. Also, das gibt es dann gleich für die kleine Maus. Gibt es dann den Nachtisch und. Oh, jetzt ist es hingefallen. Und für die kleine Maus habe ich die mitgebracht. Du hast kleines. Leckerchen für zwischendurch. Und Tobi hat natürlich was ganz Geiles. Zeig her, was ist es? Was ist es? Das sind einfach Käsestücke hier. Käse, so. Käseschips, so gesehen. Na, ich räume jetzt den Einkauf noch weg. Ein bisschen was möchte ich noch machen. Fantastisch. Und für die lecker. Einfach Käse, der zerlaufen ist. Und dann war es das heute für mich. Es war noch ein bisschen viel und ich muss noch ein bisschen gesund werden. Deswegen verabschiede ich mich hier und ja. Ich hatte eigentlich vor, heute Abend einen Livestream zu machen. Ich glaube, das wird nichts. Ich kuriere mich erst jetzt mal gut aus, weil für mich ist jetzt erstmal wichtig, dass ich gesund werde, um wieder arbeiten zu gehen. Deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag und passt noch weiter auf euch auf und bleibt gesund.